Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Schwestern, Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Wort des lebendigen Gottes. Ich habe diese Lesung als eine sehr schöne, dankbare Lesung gesehen. Was Paulus uns hier aufzeigt, hat sicher er in seinem Leben erfahren. Und ich habe mir bei mir so gedacht, wir sind ja alle nicht mehr so jung, außer dir, Jana, aber alles, was wir schon in unserem Leben erfahren haben, sei es Schlechtes, sei es etwas, was uns zu Boden niederdrückt. Aber wir haben etwas ganz Besonderes. Wir haben die Erlösung durch Jesus Christus. Wir sind hineingenommen. Jeder Einzelne ist hineingenommen in dieses Erlösungswerk. Und ich denke, wir dürfen da nicht hängen bleiben an irgendwelchen Dingen, die uns immer wieder zu Boden runterziehen. Wenn wir unsere Erlösung durch Jesus Christus, durch den Vater geschenkt bekommen, was wollen wir dann eigentlich mehr in unserem Leben? Dankbar dafür zu sein, dass Jesus, ich würde jetzt fast so sagen, diesen Deal mit Gott eingegangen ist, Mensch zu werden, um uns alle zu erlösen, die wollen. Er zwingt keinen. Niemand wird gezwungen. Ich bin abhängig davon, wie ich mein Leben gestalte. Möchte ich in die Erlösung mit Jesus eingehen, dann muss ich versuchen, immer wieder Gutes zu tun. Nur ich selber kann mich abwenden, indem ich etwas anderes tue, indem ich mich nicht bemühe, Gutes zu tun. Und ich denke, das ist auch heute unsere Aufforderung. Gott hat immer wieder für uns etwas vorbereitet.
Und wenn wir dahin kommen, dass wir das erahnen, was er uns für uns vorbereitet hat, dann dürfen wir das auch tun. Dann sollen wir das auch tun, um ihn zu verkündigen, um das Gute zu verkündigen. Dazu sind wir da. Und heute möchte ich uns ja fast einmal so sagen, spüren wir nach, was hat Gott für uns heute vorbereitet, dass wir tun sollen.